ja, bevor das so ganz ernst wird mit der Hymne, AC/DC vom FC St. Pauli bricht es hier leider schon wieder ab im Textmodus. Willkommen, 15. Spieltag mit der Partie des 17. gegen den 10. Und wir sind ein sehr, sehr gepolsterter 10. Sehr, sehr gute Hinrunde bis jetzt nach anfänglichem Stolperstart, aber das konnte man ja auch eigentlich nicht anders erwarten, dass es ein bisschen dauern würde. Wir haben nach 6 Minuten den ersten Freistoß. Thorsten Matuschka bringt das Ding noch nicht an der Mauer vorbei. Kimmich mit dem Distanzschuss wird dann von Kringe abgeblockt. Und jetzt der erste Angriff des FC St. Pauli. Ja, da war dann jede Mannschaft zumindest schon mal vorne. Lennart Thiem mit dem ersten Abschluss, unkonzentriert, schwacher Schuss, geht da klar am Tor vorbei. Ausgeglichenes Spiel. Man kann mal auf die Taktik gucken, wie es da aussieht. Ja, ich finde es doch eigentlich ganz okay. Und auch diese Chance, die wir jetzt haben, finde ich gut. Papa mit der Flanke. Werner ist da eher am Ball als Carlos Izquierdos. Der holt ihn von den Beinen. Und der Schiedsrichter ist blind wie ein Maulwurf, lässt weiterspielen. Also kein Elfmeter. Jetzt holt sich Kimmich die Gelbe ab. Ganz, ganz blöd. Da schicke ich dann schon mal Dahoud zum Warmlaufen, weil nach 13 Minuten so eine Karte, das ist auch wieder unnötig im Kopf. Ich meine, warum muss der da anspielen? Soll er seine Pfoten doch da weghalten? 30%, ich denke mal, das müsste passen. Auch wenn wir jetzt sehr, sehr überlegen sind, scheinbar von der Mannschaftsstärke, 801 gegen 748, wenn dann so ein Spieler runterfliegt, na, das ist dann trotzdem irgendwo auch natürlich ein Problem. Auch wenn der Gegner St. Pauli heißt und eigentlich auf dem Papier wenig Chancen haben sollte. Das ist natürlich immer dem Konjunktiv geholfen, weil wir eben nicht wissen, wie das Spiel läuft. Es scheint mal ganz gut zu sein. Jopek auf Papa, der schiebt das Ding unten rechts ein. So einfach geht es manchmal. Das habe ich gemeint. Wenn unsere Maschine anfängt zu laufen, dann sollten wir doch eigentlich das Ganze hier eintüten können. Super, Jungs. Ganz, ganz große Klasse. Schnörkellos, Jopek auf Papa. Da sieht man einfach wieder, dass bei Jopek momentan das ganze Ding funktioniert. Also er scheint ein bisschen wie losgelöst, seitdem auch bei Matuschka die Form wieder hochgeht. Kimmich im Konter gegen Kringe, zieht dann ab. Halblinke Position vom Strafraum, kein Problem, aber für Schauner, den Ball kann er halten. Seit 400 Minuten kein Tor mehr kassiert und das ist damit auch für St. Pauli der Weckruf, ihr werdet heute treffen. Herzlichen Glückwunsch. Das ist immer so. Immer wenn das kommt, dann wird die Serie beendet. Aber noch nicht. Bernd Nierich mit dem Freistoß, Jonas Klein immer noch ohne Gegentor. Faustet das Ding da weiter im Strafraum. Ja, und so stehen wir natürlich jetzt mit einer Führung in der Halbzeit. Dahoud habe ich warm laufen lassen. Der ist jetzt auch fertig, aber ich denke mal nicht, dass wir das ändern. Noch nicht. Ich habe so ein bisschen ein flaues Gefühl im Magen. Ich weiß nicht. Also ich wechsle ja nicht so gern zur Halbzeit. Das ist überhaupt kein Problem. Eigentlich, aber ich mache das nicht so gerne. Weil das Mannschaftsgefüge eigentlich funktioniert. Ich weiß eben nicht, Dahoud ist jetzt unbedingt die sicherste Bank von England, dass der das dann auch so gut macht, wie Kimmich das immer vollzieht. Ja gut, wir müssen motivieren. Hinten die Abwehr, die hat wenig zu tun bekommen, die müssen am Ball bleiben. Kimmich nicht, weil er gelb hat. Jopek muss ich auch nicht motivieren, der hat ja schließlich die Vorlage gegeben. Matuschka motiviere ich nochmal und dann vorne auch den Timo Werner. Der braucht es. Teamwork, es klemmt momentan wieder so ein bisschen. So, er kriegt, nee, warte mal. Hinten die Abwehr bekommt eine Massage. Und dann auch der Kapitän, weil den brauchen wir. Papa kann ich theoretisch wechseln, da könnte ich Jopek nach vorne stellen und dann einfach Dahoud oder Karason auf die Position stellen. Und für die rechte Seite habe ich Palacios dabei, für den Sturm Weihrauch, also das passt. Serie mit einer Form von 14. Warte natürlich auch noch auf seinen Einsatz. Mal gucken, ob er das heute irgendwie hinbekommt. Es wäre natürlich ganz schön, wenn man 2-0 machen könnten, ganz früh. Dass wir hier ganz schnell sämtliche Ungereimtheiten beseitigen können. Deswegen Konzentration jetzt auch zu Beginn der zweiten Halbzeit natürlich, weil St. Pauli hat sich mit Sicherheit mal was vorgenommen. 53. Da passiert irgendwas. Wir werden gleich sehen, was es ist. Oder auch nicht. Konterchance für uns. Jetzt bin ich gespannt. Timo Werner alleine vor Schauner. Querpass auf Papa. Und das ist es. Super Übersicht von Timo Werner. Großartig, legt dann raus auf Papa. Ich glaube, die haben sich ja gegenseitig eben die Dinger vorgelegt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, jetzt wird der Wechsel stattfinden. 54. Dahoud für Kimmich. Note 3. Das ist absolut in Ordnung.
absolut in Ordnung. Ich glaube, wir gehen dann trotzdem auch mal in die Taktik und dann natürlich hier wieder die Tacklings zu erhöhen. Er kann das, also er kann ruhig eine 65-prozentige Anweisung bekommen hier. Sehr schön. Also von den Laufwegen ändern wir das jetzt mal ein bisschen, dass der lang nicht mehr so weit vorgeht. Ein bisschen mehr als Jung kann er schon noch, aber nicht mehr allzu viel. Den Paulsen ein bisschen zurücknehmen. Und auch dann Timo Werner ein wenig zurück. So, und der Gegenspieler kommt jetzt auch weg. Ja, der soll aber ruhig mal Distanzschüsse machen, weil er hat die Schusskraft. Und ich denke mal, wir nehmen jetzt auf jeden Fall die Konter noch dabei. Einsatz lasse ich mal noch so hoch stehen, man weiß ja nie. Jetzt hat es nämlich begonnen zu pissen. Das ist eine Möglichkeit für St. Pauli, vielleicht jetzt über den Kampf hier reinzukommen. Gringe bedient Nöte. Der lässt dann Kämpf aussteigen, sucht den Torschuss. Und der abgefälschte Ball geht Meter vorbei. Das kann natürlich dann passieren, dass du dann durch sowas komplett verunsichert wirst. Gute Möglichkeit nach Ecke. Bernd Nährich bringt das Ding rein, wird rausgeköpft, kommt schnell wieder zurück. Jahada kommt dann den Ball, täuscht an, trifft dann den Pfosten. Schon wieder haben wir das Glück mit dem Pfosten. Paulsen gefällt mir nicht wirklich. Aber ich lasse ihn mal noch drin. Konzentration, Leute. Jetzt kann man hier nicht ganz am Ende wieder noch anfangen, so schnarchig zu spielen. So, wir gehen jetzt auf Konter. Buchtmann für Gringe. Ein wenig den Einsatz zurückfahren. Und wir sagen den mal hinten dicht. Ich denke mal, das müsste gehen. Palacios für Paulsen. Ich würde auch gerne Papa rausnehmen, aber dafür muss ich mal schauen, wie wir das machen. Vielleicht Jopek vorne hin. Roy Miller für Schachten. Aber Jordan hätte es auch eigentlich verdient. Jordan hat es verdient für Lang, weil Lang hat immer noch diese drohende Sperre. Es kommt das Dortmund-Spiel demnächst. Und da will ich ungern das riskieren, weil ich weiß nicht, ob das jetzt direkt kommt oder Hertha noch dazwischen ist. Ich glaube zwar, dass Hertha noch erst kommt, aber ich gehe auf Nummer sicher. So, ich weiß nicht, Zeitspiel, brauchen wir das? Ich denke nicht. Ich denke nicht. Das müsste normalerweise so funktionieren. So, auch die Abwehr ziehen wir noch ein bisschen zurück. Schindler für Nöte. Wen habe ich eigentlich hier? Alenati habe ich gedeckt. Klappt auch vorzüglich bis jetzt. Bekommen wir nochmal die Möglichkeit? Es scheint so. Eine Kontersituation, Flanke von Papa. Matoschka kommt zum Kopfball völlig freistehend. Und Schauner mit einem sehr, sehr guten Reflex. Kann die Chance da vereideln. 85. Minute, nicht die endgültige Entscheidung. Aber aufgrund der Zeit, die natürlich jetzt runtergegangen ist, ist es annähernd natürlich. Ich glaube nicht, dass St. Pauli jetzt innerhalb von 5 Minuten noch 2 Tore machen kann. Das machen wir richtig. Halten die weg vom eigenen Tor. Und somit können die natürlich auch keins erzielen. Ist logisch. Nachspielzeit eine Minute ist nicht lang und das Ding wird wieder mit 3 Punkten für uns enden. Es ist genial einfach. Und wieder zu Null. Wieder zu Null. Jonas Klein bleibt erneut mit der weißen Weste. Also Wahnsinn. Das erinnert mich so ein bisschen an Timo Hildebrand damals. Als der, ja, ein bisschen älter war, glaube ich, noch als Jonas Klein und diese Riesenserie hatte von knapp 1000 Minuten oder länger ohne Gegentor mit dem VfB Stuttgart. Ja, auch sowas gab es. Es gab auch mal Zeiten, da hat der FC Bayern nicht alles blatt geschossen und dominiert. Klasse, ich freue mich. Bis gleich im Nachbericht. So, da sind wir auch schon wieder. Sebastian Schachten, das Gesicht, hat eigentlich nicht viel zu lachen. Genauso wie der Rest. Vom FC St. Pauli eher zumindest noch einer der besseren mit einer 3. Izquierdos 3,5, Jan-Philipp Kalla 3,5. Ansonsten haben wir hier nur 4 4,5. Gut, den Torwart Schauner muss man rausnehmen, der hat eine gute Parade Minimum gezeigt. Also da ist die 4 für mich ein bisschen zu schlecht, weil dem kannst du nichts angreifen. Ne? Bester Mann bei uns, Anthony Jung, 1,5, genau die gleiche Note wie Engelke, also hat sich auch mal wieder das Prädikat Abwehrchef absolut verdient, der gute Lukas. Also wieder mal nichts zu meckern hinten, 2,5 Steffen Lang und Kämpf eine 3,5, war aber auch insgesamt fehlerlos. Bis auf die eine Situation, wo er sich da ausdribbeln lassen hat, wo dann St. Pauli den Pfosten getroffen hat. Und ich denke mal, deswegen hat er auch die schlechtere Note bekommen. Weil sowas kann gegen eine Spitzenmannschaft natürlich dann in die Hose gehen. Ja, und Jonas Klein hatte wenig zu halten, mit 3,5. Deswegen, das ist absolut im Rahmen. Teamansprachen haben funktioniert, wir haben das Ding gewonnen, wir haben auf keinen Fall nachgelassen, haben sogar noch ein Tor nachgelegt und beide Tore erzielt vom Griechen, von Papa. Einmal vorgelegt von Jopek und dann mit einem super Auge nicht den großen Eigensinnigen raushängen lassen von Timo Werner, sondern legt nochmal quer und dann war es für Papa eine der leichtesten Übungen, das Ding natürlich reinzumachen.
Also Superlative fallen mir momentan nicht ein für die Mannschaft. Also es scheint wirklich zu klappen. Man darf ja nicht vergessen, es ist ein absoluter Kindergarten, der hier aufläuft. Der einzige erfahrene Mann am Platz, das ist Matuschka und der führt die Rasselbande wirklich vorzüglich. Statistik. Logisch ist das Ding verdient. 2300 knapp mitgekommen aus Leipzig, haben hier den nächsten Sieg gesehen. 5 Siege in Folge. Ich glaube mit dem Pokal jetzt 6 Siege in Folge. Also das ist schon der Hammer. Das war wichtig, hier die Führung zu machen und dann gleich nach der Pause das zweite Tor nachzuschieben. Da war, glaube ich, dann auch wirklich dann die Moral gebrochen von St. Pauli, da was nachzulegen nochmal. Obwohl man das nicht ganz abschreiben kann. Der Pfostenschuss, wenn er halt reingeht, oder der abgefälschte Ball, der auch noch da war, der einen Meter am Tor vorbei hoppelt. Das sind dann 2 Möglichkeiten. Mit ein bisschen mehr Glück ist der Ball drin, dann steht es 2-2, theoretisch gesehen. Aber Theorie war ja noch nie wirklich entscheidend. Wichtig ist das, was wir am Rasen gezeigt haben, das war ein erneuter Sieg. Und das heißt für uns jetzt, dass wir auf der 9 stehen. Ja, hier steht, wir haben das erste Auswärtsspiel der Saison gewonnen. Wollen wir die gleich mal Lügen strafen? Wir haben natürlich schon 3 gewonnen hier. 3 Siege, 3 Unentschieden, 1 Niederlage erst. Auswärtstabelle als Aufsteiger. 1-mal verloren auf fremden Plätzen. Nicht schlecht. Heimspiele sieht so aus, dass wir auf der 8 stehen. Da haben wir nämlich schon 2-mal verloren. Insgesamt sehr, sehr ordentlich. Wir können das Spielchen nochmal spielen. Wir gehen nochmal zurück. Wir sind ja Last Minute Leipzig, wie ihr wisst. Und ja, es geht sogar noch besser, ne? Also wenn wir jetzt die 75. nur nehmen, bis zur 75. wären wir 5. Da haben wir 25 Punkte. Und wenn ich das Ganze jetzt mal umdrehe, ich gehe mal hier jetzt auf 74 oder 75 bis 90, dann sind wir auf der 8. Also ganz, ganz komische Sache hier. Da haben wir nämlich dann nur 18 Punkte, ne? Also in den letzten Viertelstunde haben wir 18 Punkte irgendwie insgesamt eingefahren, wenn es zählt. So, das fahren wir zurück. Ja, und da stehen wir dann wieder auf der 9. Das sieht jetzt so schlecht aus, ne, im Verhältnis zu dem. Eben 5., 8. nach den Minuten geordnet. Aber ich will ihm auf keinen Fall hier meckern. Wir bauen das ganze Ding natürlich immer noch weiter auf. Hamburg verliert, Hertha unentschieden. Genauso wie Lautern, Niederlage für St. Pauli und für Mainz. Das sind jetzt schon 17 Punkte auf den Abstiegsplatz und 13 auf den Relegationsplatz nach 15 Spielen. Nicht nach 28 oder sonst irgendwas. Nach 15. Noch kein Spiel gewonnen, die armen Mainzer. Ja, es war heute knapp. Da haben sie dran geschnuppert. 1-0 geführt zur Halbzeit in Frankfurt. Beim Tabellenzweiten. Aber da sieht man dann einfach, dass das eine tolle Mannschaft ist, die Eintracht. Die reißen das Ding noch rum und stehen jetzt nach wie vor auf der 2. Stuttgart gewinnt, unbeeindruckt, auch zur Halbzeit hinten gelegen gegen Wolfsburg. Und die bleiben vorne, Dortmund 3. Und Bremen hat sich anscheinend erholt, gewinnen 1-0 gegen Hoffenheim, sind jetzt wieder 4. Die Bayern unentschieden, das war das Unentschieden von Hertha. Also Hut ab, das wird für uns nicht leicht, denke ich. Die haben nämlich jetzt selbst da dran geholt. Also wer gegen Bayern unentschieden spielen kann, der kann das gegen uns auch schaffen. Locker. Tja, Nürnberg, da scheint so ein bisschen jetzt der Zenit erreicht zu sein. 3-mal in Folge verloren. 1-3 zu Hause gegen Gladbach. Ja, und auch bei Hannover 2-mal in Folge jetzt. 4-0 von Schalke abgefrühstückt. Also da kannst du natürlich auf Dauer nicht oben bleiben. Aber wer hätte das erwartet? Ich meine, Platz 8 ist für Nürnberg immer noch klasse. Platz 7 für Hannover. Und ich bin wirklich glücklich darüber, dass es eben auch nicht nur FC Bayern heißt hier im Let's Play, sondern auch wirklich andere Mannschaften mitspielen können. Dortmund, klar, da erwarten wir das auch, aber Frankfurt und vor allen Dingen Stuttgart. 5 Siege, das sieht bei uns genauso gut aus. Also wenn man sagen kann, Mannschaften der Stunde sind es 3, dann sind es nämlich Frankfurt, Stuttgart und eben wir auf Platz 9. Okay, Jungs, die 2. Liga, Gott, Ingolstadt, Alter. Ich habe sie anscheinend schon wieder zu früh gelobt. Köln. Ganz, ganz schlechte Saison, nur auf Platz 9. Und dann kommt Ingolstadt dahin und denkt, ach Gott, ja, die sind so schlecht in Form, wir sind klasse drauf. Und dann bekommen die 6 Dinger, verlieren 6-1 in Köln. Und es ist nicht mal Karneval. Dann machen die sich jetzt eigenen Karneval da hinten. Also bei uns jetzt in der Realität ist schon Karneval, aber nicht hier im Let's Play. Wir haben jetzt, was haben wir denn? Ende November, Anfang Dezember. Ja, gute Partie, Karlsruhe gegen Frankfurt. FSV Frankfurt allerdings. Platz 7, es ist relativ knapp hier oben. Frankfurt, habe ich gesagt, auf der 11. Paderborn 9, beziehungsweise 10. Jetzt bin ich gerade ein bisschen durcheinander.
Freiburg leider wieder ein bisschen, Augsburg, Düsseldorf und auch Ingolstadt, die bleiben auf den Plätzen. Eigentlich insgesamt sowieso im Mittelfeld hier sehr, sehr wenig Bewegung. Oh je, Chemnitz. Haben schon 3-0 hinten gelegen zur Halbzeit gegen Paderborn. Und haben das dann noch ausgeglichen. Das war genau wie heute in der Realität. Heidenheim 3-0 hinten gegen die Stuttgarter Kickers und machen dann noch den Ausgleich. Also das war echt geil anzugucken. Aber da siehst du dann einfach, was so eine Spitzenmannschaft drauf hat. Dass es einfach dann wirklich ein zusammengewachsener Haufen ist. Die geben sich nicht auf. Okay, dritte Liga. 60 verliert auch. Also heute ist es Schwächen der Spitzenmannschaften in Liga 2 und 3. Das war nix gegen Bochum im Absteigerduell aus der zweiten Liga. Bochum jetzt schon wieder Elfter. Sind aber, ja gut, 12 Punkte. Das ist weit. Das ist weit auf Haching. Aber wir müssen eigentlich auf Osnabrück gucken, weil Haching darf ja, ich meine, Wolfsburg darf ja nicht aufsteigen. Haching Zweiter. Tja, sehr viel Spannung geboten. Hertha zweite Mannschaft, Holstein Kiel und die Hoffenheimer, die jetzt zweimal in Folge gewonnen haben. Gegen Heidenheim, die nur noch auf der 16 sind. Das Abstiegsgespenst in Heidenheim unterwegs. Bin mal gespannt, wie es da weitergeht bei denen. Ein Trainer hat Macht unbestritten und Macht ist immer eine schwere Verpflichtung und leichte Verführung, sag ich. Ja, der Herrscher von Leipzig. Ist ja eigentlich fast so, ne? Ich habe ja mein System da jetzt quasi durchgeboxt. Mit den Youngstern. Mit den talentierten Youngstern das Ganze zu bestreiten, mit einer Führungskraft. Es scheint wirklich gut zu funktionieren. Aber wir haben gesehen, wie schnell sowas kippen kann. Also beim 1. FC Nürnberg jetzt in der Realität. Die haben jetzt ja zuletzt sehr, sehr gute Spiele gezeigt. Und haben auch immer gewonnen, ich glaube 4 Mal aus 5 Spielen. Und jetzt, heute gegen Dortmund, 0-3. Da kann es dann ganz schnell passieren, dass dann ein Ergebnis, einmal 90 Minuten, das komplette, was du dir vorher aufgebaut hast, in den Ruin gerissen wird. Und dann zeigt die Kurve wieder nach unten. Das kann uns auch passieren. 3-0 gegen Berlin und alle sind in Katerstimmung. Müssen wir unbedingt vermeiden. Spieltagsstatistik hat es einer reingeschafft von uns. Engelke zum zweiten Mal drin. Auf der Rechtsverteidigerposition. Wenker, den hatte ja Bayern im Fokus. Miguel Veloso, ein portugiesischer Nationalspieler in Stuttgart. Oh je, also der siegelt natürlich da hinten alles ab. Also kein Wunder, dass Stuttgart da so souverän momentan auftritt. Die haben eine sehr, sehr gute Abwehr. Einen sehr guten Verbund zur Abwehr durch Veloso und einfach auch einen Stürmer mit Sobir, der dann die Tore macht. 6 Spiele, 4 Einsätze. Ich denke mal, die haben dann noch irgendwo einen. Mal kurz, wir gleich mal gucken. Der trifft heute 2-mal Spieler des Tages. Boateng. Bremen 3-mal dabei gewesen. Teamleistung. Bremen beste Mannschaft, 3,8 sind wir. Ja, und ganz unten die Jungs von St. Pauli auf der 17, da wo sie auch in der Tabelle stehen. Insgesamt sogar auf die Saison gesehen noch hinter Mainz. Das ist schwierig, aber ihr seht es ja selber von der Kaderstärke. Das kann ja nur so sein, dass es gegen Abstieg geht. Ja, mir ist es nicht entgangen, dass Steffen Lang hier mittlerweile der beste Feldspieler der Liga ist. Militz insgesamt der Beste, dann haben wir Lang und dann 2 Torhüter und dann kommt Chris Löwe. Und dann kommt fast schon der nächste Feldspieler. Also 2 der 3 besten Feldspieler sind von uns. Engelke auf der 7 hier. Nach 15 Partien, also die alles mitgemacht haben. Dann haben wir hier Jung auch noch bei. Nach 13 Spielen. Dann ist er der Zweitbeste. Also das ist echt fast wie ein Märchen. Das Einzige, wo es halt noch hängt, ist der Stürmer. Ne? Der Knipser, der für uns die Buden macht. Ich denke mal, wenn wir da so einen Souveränen vorne noch drin hätten, dann ging das Ganze noch leichter, als es sowieso momentan schon aussieht. 6 Tore von Werner. Aus wie viel Spielen? Weiß ich gar nicht. 0,4. Wahrscheinlich hat er die 15 Spiele komplett alle gemacht. Dann kommen Matuschka, Papa jetzt mit 3 Toren, Jopek 2. Das ist es dann auch schon. Wir haben relativ wenig Tore geschossen, aber eben auch wenig kassiert. Und das ist momentan das Geheimnis. Kimmich ist nach wie vor unfester Spieler. Heute mit der gelben Karte hat er hier die alleinige Führung wieder übernommen. Wir stehen auf der 15, sind aber eigentlich nie grob unfair. Wir haben uns ja damals darauf geeinigt, dass seine Karte Quatsch war. Das war ja im Textmodus, das stand ja selbst da im Text. Dass das zu viel war. Ja, wenn man die Punkte mal abzieht davon, dann sind wir auch nicht ganz oben dabei. Dann sind wir auf 19 Punkten. Das ist dann hier, ne? Das ist dann Platz 8. Und dann schreit da kein Mensch, ne? So, Hertha BSC Berlin hat eine Verletzung. Adrian Ramos. Den werden sie ersetzen müssen, aber ich glaube, der ist nicht erst seit jetzt verletzt. Mal gucken, wann der das letzte Spiel gemacht hat.
Ach ja, das ist schon ganz am Anfang passiert. DFB-Pokal und dann im Freundschaftsspiel anscheinend gegen Memmingen. 69 Minuten ausgewechselt, ja, da muss es passiert sein. Also der ist schon jetzt 3 Monate Minimum außer Gefecht und es dauert noch ein bisschen, 9 Wochen. Plantarissehnenriss. Das Ding habe ich auch nie gehört. Klingt fast wie eine Plantage. Plantagenriss, keine Ahnung. Ich denke mal, einer, der mehr Sport macht als ich, der kennt es vielleicht, aber für mich ist es gerade ein böhmisches Dorf, das ganze Ding. Patellasehnen ist klar, das kennt man hier, der Arme de Frey von Leverkusen, aber das Ding hier, noch nie gehört. Also selbst der Fußballmanager bildet.